Und somit ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play Minecraft, meine Lieben. Mein Name ist DaVHLP und wir sind zurück nach fast einem halben Jahr. Es ist sogar schon etwas über ein halben Jahr. 7 Monate, nachdem, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe, ist natürlich 10 Monate. Aber egal, wir sind zurück in dieser Minecraft-Welt. Wir fangen an. Herzlich willkommen. Und es geht los. Die nächste Staffel, das nächste Glück, sage ich jetzt einfach mal. So, ich bin ja schon mal ein bisschen rumschwadroniert hier. Und wir haben hier noch ein paar kleine Projekte offen, wie ich hier gesehen habe. Und zwar ein Dorf bauen, Stellenhöfe erweitern und weitere Lager einrichten. Ich, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen rumgelaufen. Hier habe ich ein bisschen umgeschaut, was wir hier letztes noch gemacht haben. Und zwar... ja, wir haben ja hier unser kleines Holzlager hier gebaut. Hier drüben haben wir unser Netherportal. Das haben wir ja auch die letzten Folgen noch irgendwie gemacht. So ein kleines Mini-Lager hier. Aber ich bin der Meinung, dass ich das vielleicht nochmal ändern werde hier. Na? So, wir schauen uns erstmal ein bisschen um, um irgendwie mal wieder ein bisschen reinzukommen nach dieser langen Zeit. Aber Leute, ich muss euch wirklich sagen, ich habe jetzt so gehadert mit mir, aber so richtig gehadert, dass ich wirklich sagen kann, Leute, hey, dass ich überhaupt wieder mal ein Let's Play aufnehme, das ist ja der Wahnsinn. Ich wollte es eigentlich schon niederlegen, richtig niederlegen und sagen, nee, keine Lust drauf, ich will jetzt kein Let's Play machen mit Minecraft und so. Aber ich habe gesagt, nee, wie zum Beispiel hier, wir haben hier unsere Mühle gebaut, wo ich wirklich sagen muss, ey, das war auch relativ viel Arbeit. Wo ich wirklich sagen kann, wir haben das so ein bisschen mehr geplant, mehr oder weniger. Dass das so wird, wie es jetzt ist oder sein soll. Vielleicht kann man die sogar auch noch ein bisschen erweitern. Ich könnte ja mal kurz mal hier reingehen und mal gucken, was wir hier alles gemacht haben. Genau, wir hatten ja hier eine Leiter gemacht. Wie gesagt, ich muss erstmal wieder ein bisschen in das Spiel reinkommen. Verzeiht mir das. Aber das wird schon irgendwie, denke ich mal. Genau, wir wollten ja zum Beispiel hier für das Windrad hier noch einiges noch verändern. Aber dazu kommen wir jetzt hoffentlich natürlich. Aber es ist auf jeden Fall schön, wieder in dieser Minecraft-Welt hier zu sein. In der Folge 725, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, Bertha hat die Kuh und die macht Mu. Ist natürlich auch wieder am Start. Bertha, herzlich willkommen und grüß dich. Machst du auch Mu? Ja, sie macht Mu, die Bertha. Das ist ja schön. So. Ich würde mal sagen, haben wir hier noch ein paar Karotten da drin? Oh, cool. Wir haben sogar noch ein paar Karotten hier. Das ist ja sogar sehr fein. Die Schweine warten sogar schon auf uns. So eine Schweinerei hier. So, Schweine. Machen wir nochmal eine Schweinsvermehrung hier. Vom Let's Player gibt es sowieso kein Zurück mehr. So gesagt, jetzt habe ich einmal angefangen, jetzt ziehe ich es durch. Jetzt will ich es erst recht durchziehen, wenn ich schon bei dem Thema bin. Weil mein Ziel ist es ja, zur Folge 1000 zu kommen. Und das habe ich ja jetzt in der letzten Zeit jetzt gar nicht gemacht, so gesagt. Weil ich ja jetzt, so gesagt, eine längere Pause eingelegt habe. So, ihr Schweinchen, ihr werdet natürlich ja drin. Ausbüchsen dürft ihr mir nicht. Oh, schade, die Schafe haben natürlich keinen Weizen. Aber haben wir die Scheren irgendwie hier? Da könnten wir nämlich noch ein paar Schafe scheren. Das wäre nämlich mal ganz cool. Da fliegen wir doch einfach mal durch. So, am Anfang der neuen Let's Play-Reihe hier. So, ihr Schäfchen, ist egal, was ihr für Farben habt. Farben sind zwar toll und auch ziemlich bunt, aber ich möchte trotzdem eure Wolle haben. Egal, was ihr mir gibt, die Farbe. Ob es rot ist, pink ist, orange ist, blau ist. Grüne Schafe werden auch gern, aber grüne Schafe, ich glaube nicht. Bloß blaue. So, haben wir das schon mal, aber sobald die hier halt anfangen zu fressen, da wächst dann natürlich das, ich wollte schon bei einer Fell sagen, aber in der ist es ja Fell, aber es ist aber Wolle. Wächst die Wolle ja wieder bei den Schafen. Finde ich auch ganz gut, da können wir auch wieder schön scheren hier. Gott, ist das lange her, wo ich jetzt Fell gemacht habe. Das ist gerade so ein bisschen ungewohnt.
ungewohnt für mich hier, aber es passt schon soweit. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wie viele Folgen wir hier abspulen werden. Ich will in der Reihe hier rumgehen, weil ich wieder gefressen habe, die Viecher. Ja, wenn man eine ganze lange Zeit raus ist, da denkt man sich auch, Leute. Erstmal wieder in dieses Ganze hier reinzukommen, erstmal wieder in diesen Rhythmus zu kommen, den man hier hat. Wo man zum Beispiel auch hatte. Aber jedenfalls ist das Aufnahmeprogramm das gleiche geblieben, die Musik ist das gleiche geblieben, ich bin, ich sag mal, relativ auch dasselbe geblieben. Es hat sich eigentlich nicht allzu viel verändert. 6 Minuten geht auch schon die Aufnahme, jetzt laut meiner Zeit hier. Aber ich habe auch ein bisschen später angefangen, vor der Aufnahme, sag ich mal. So, hier haben wir noch ein rotes Schaf, ein oranges Schaf, ein pinkes Schaf. So, haben wir wohl liegen lassen? Ich hoffe nicht. Guck mal, wir können schon wieder eine Reihe nochmal von vorne hier fortsetzen. Aber umso mehr Wolle wir haben, umso besser ist es. Und zum Anfang ist es ja mal ganz schön, ein bisschen Schafe zu scheren. Gut, da war es der letzte jetzt mal hier. Reicht für heute. So, wo haben wir denn jetzt? Ich glaube, die Wolle haben wir hier. Genau, die Wolle haben wir hier einsortiert. Krass, die Taste kenne ich sogar noch. So. Gut. Was haben wir denn überhaupt noch so im Inventar drin hier, sag mal? Stein. Dann Steinstufen. Kies. Ein paar Äxte, genau. Wenn ich sehe, dass wir schon ein paar Äxte haben, könnten wir ja schon mal ein neues Aufnahmeprogramm, wo schon beinahe sagen, Mensch, ich bin so raus aus dem Rhythmus hier. Ein kleines Bäume-Abtrageprogramm mal machen. Da wir ja so schöne Äxte haben hier. Wenn wir einfach mal langsam wieder anfangen, wieder mal ein bisschen in den Rhythmus reinkommen. Ist ja schon mal ganz lustig, sag ich mal. So, und da würde ich sagen, dass wir in dieser Session jetzt mal ein bisschen mal das Dorf hier erweitern. Das wird das, wir jetzt wieder mal haben. Hier haben wir noch ein paar Kühe. Ich suche mir jetzt noch ein paar Bäume. Aber natürlich auch so, dass ich wieder zurückfinde. Weil verlaufen ist natürlich schnell hier. So, hier haben wir natürlich schon einen schönen Baum. Den tragen wir jetzt natürlich ab. Ach, ist das schön, wieder hier zu sein. Endlich mal wieder in dem guten Alten, sage ich jetzt mal. So, tun wir mal diese kleinen Fichtenbäume hier abtragen. Sind das Fichtenbäume oder Birkenbäume? Ich glaube, es sind Birkenbäume, ne? Wie gesagt, ich bin raus aus dem Spiel. Ich muss erst wieder reinkommen. Verzeiht mir das bitte. So, haben wir den. Schon mal ein bisschen abgetragen. Ups, hier ist natürlich wieder ein kleiner Bug mit drinne. Kann natürlich wieder im Aufnahmeprogramm liegen, ist aber normal. Zuvor noch alles so gut wie es geht ordnungsgemäß eingestellt, dass wir hier auch vernünftig aufnehmen können. Und wie ich sehe, die Aufnahme ist auch schon bald wieder vorbei, wie die Zeit vergeht. Wie oft habe ich das schon gesagt in den Let's Play hier? Oder in der Reihe, sage ich jetzt mal. So, die erste Axt ist hinüber. Nehmen wir gleich mal die nächste dazu. Wir werden jetzt erst einmal ein bisschen Bäume abtragen. Ein bisschen sammeln, sage ich jetzt mal. Damit wir dann hier mit dem Ganzen weitermachen können hier. So, ein bisschen runter hier. Sehr fein. So, da ist die Folge auch schon wieder vorbei. Mensch, ist das schnell vergangen.